Sup Leute, welcome back, da sind wir wieder. Also, Mainz heute am Start. Läuft bei uns, wir gucken mal ganz kurz, Weltklasse bewirkt. Ja, heute steht Rizzo in der Startelf, endlich mal, weil er unser bester Torjäger ist. Haben wir gerade festgestellt in den Statistiken. Sollten wir auf jeden Fall ein bisschen im Auge behalten, ihn, ne, und seine Entwicklung, ganz klar. Dass wir ihn da regelmäßig aufstellen, ist ja gar keine Frage. Heute mal in der Startelf, erstmalig. Mal gucken, wie Mainz heute am Start ist, ne? Ist dann auch nicht so einfach. Ist ja auch so ein heißer Kandidat für ein Topspiel für uns. Wie gesagt, die starken Mannschaften sind relativ schwach, die schwachen Mannschaften relativ stark. Verkehrte Welt im FIFA 15 Karrieremodus bei uns, aber so läuft's. Gegen Augsburg mussten wir uns geschlagen geben, da laufen sie, was wir gerade eben gesehen haben, da haben sie sich wieder synchron hingesetzt auf die Bank. Gut, gucken wir doch mal. Also, wie gesagt, ich hoffe mal. Ja. Perfekt. Oh. Oh. Warum mache ich es denn nicht gleich wieder? Ne? Zum Start ab, gleich das frühe Tor und dann läuft es doch eigentlich. Ach, Mann, Mann, Mann. Oh, Rizzo. Der muss ein bisschen Kräfte sparen. Der sollte nicht so viel rumlaufen da. Das können die anderen machen. Ich will ja, dass er Tore schießt. Dass er dem Hunter ein bisschen gefährlich wird. Oh. So viel dazu, Alter, was wäre drin gewesen. Also man muss dazu sagen, ne, dafür ist unser Keeper gerade mal so über die 60 huscht. So wie alle in der Mannschaft. Hält er doch recht gut, ne, wenn man mal genau guckt. So. Es war ja fast klar, dass wir hier Ärger kriegen. Oh. Schade, Klostermann, ne. Kannst auch nicht so richtig viel, ne. Das stört da. Ah, schade. Jungwirt freue ich mich, weil der war wirklich in der Defensive ein richtiger Garant für, oh, für Balleroberungen. Auch gut gemacht. Schlecht gemacht, aber läuft. Rizzo, mal wieder. Sehr schön. Fuster, heute mal ganz frisch im Ding drin, gerade aus der Jugend. Fuster. Aber, ja. Er ist Spanier, heißt aber wie ein Südkoreaner und Engländer gleichzeitig. Klostermann, wie er hinterhergeht mit seiner Ärmel, wie er ihn nicht zu fassen kriegt. Sehr gut, aber jetzt hat er geträumt. Das, oh, warum schießt er denn gleich? Ich habe noch den, ich hatte noch die Schusstaste gedrückt zum Ball erobern, aber naja. Komm, hau so um. Die Pimmel. Alles cool. Schon wieder so ein Ding. Wir haben den Ball schon, wir sind fast aus dem 16er weggelaufen und trotzdem holt er sich noch der Ziemling den Ball zurück. Ey, der Hammer. So, wir sollten mal ein bisschen an unserem Ballbesitz arbeiten, ne? Gibt ja auch gute Noten. Da muss man halt ein bisschen schauen, dass man die Jungs... Das ist gut. Das ist was für Rizzo. Ist auch durch, oder? Oh. Gute Chance. Gut gemacht. Er kann den Ball wenigstens... Oh, er wollte tunneln. Hat er damit gerechnet. Er kann den Ball auch mal ein bisschen kontrollieren. Ne? Das ist halt wirklich entscheidend. Oh. Patronen. Verschießt wieder einen Haufen Patronen. Jo. Läuft. Guter Pass auf Rizzo. Ah, schlecht. Warum so schlecht? Mensch. Und hinterher da los. Boah, wieder oben. Ich würde gerne mal einen rausgrätschen, aber ihr seht ja, dass wir das kriegen mal auf die Kette. Jetzt aber. Einfach mal den Angriff stoppen, ne? Das ist halt manchmal auch ganz wichtig. Dass man mal so ein paar Sekunden Ruhe hat. Lauf doch nicht vorbei. Oh, sehr gut. Das meine ich dadurch. Guck uns schon einmal Ballbesitz, weil der andere da nicht mit klarkommt. Kann man auch raufbeschwören. Wie gesagt, nicht immer durchlaufen lassen, sondern wirklich mal versuchen, ein bisschen zu kontrollierte Unterbrechungen. Oh, Rizzo. Aber ist die ganze Viererkette da vorne. Ne, brauche ich noch nicht schicken. Ist
einfach zu eng. Obwohl eng ja normal nicht so schlecht ist. Das ist gut. Perfekt. Ah, komm, wie kommt der denn noch da ran mit seinem scheiß Kopf? Ich war doch perfekt gestanden mit Rizzo. Ah, Mist. Ihr habt es ja auch gesehen, das war klasse. Klostermann, Rizzo. Oh. Jetzt will ich es aber wirklich wissen mit Rizzo, ne? Ständig spiele ich ihn an. Ich sollte einfach aufs Tor gehen, fertig. Gucken, scheißegal, wer das macht. Hauptsache, wir machen das Tor. Kommst du wieder nicht an die scheiße Balle ran. Jetzt aber. Komm, kontrolliert. Jo, und weg. Fuster. Oh, der kann sich sogar drehen, ey. Delicious. Sehr gut. Sehr schön. Oh. Ach, ich dachte, der kommt wirklich perfekt in den Lauf, aber dann war er doch ein Ticken zu weit weg. Wo ist ein bisschen Platz hier? Da hinten. Abseits. Schade. Einfach mal nach vorne peitschen, ne? Muss auch mal sein. Alle Register ziehen. Gibt ja verschiedene Varianten. Da kommt man, irgendwann kommt man zum Ziel, wenn man es immer wieder versucht. Muss sagen, aber der Rizzo bietet sich halt immer an, ne? Also der ist fast immer anspielbar. Hat auch schöne Laufwege. Also mit dem macht es echt Spaß. Der hat schon, wenn er noch ein bisschen länger bei uns spielt und wir noch ein bisschen ihn stärker machen können, hat er auf jeden Fall, der bringt schon eine ganze Menge mit, was wirklich einen guten FIFA-Spieler hier ausmacht. Definitiv. Muss man ganz klar so festhalten. Also, für Fuster würde ich hier ganz gerne auf die rechte Seite Bejarano und ja, hier, den haben wir gar nicht gesehen, Leute, heute, ne? Da bringen wir der Heller, ne? Ein bisschen Tempo reinbringen da ins Spiel. So. Und hinterher da. Würde ich sagen. Boah. Da hat echt nicht viel gefehlt eben. Hinterher, los. Mehr Jungs hinterher. Komm, bring ihn weg. Ey, es gibt's nicht. Kommt keiner ran. An diesen Scheißballe. Manchmal. Manchmal kommt einer ran. Ja, manchmal nicht. Eben war so eine manchmal. Ach, schlechter Pass. Ist auch schlecht dann, ne? Da dürfte auch nichts draus entstehen, wenn man da so lapidar mal nach vorne spielt, ohne wirklich einen Plan. Pass auf, in der Mitte ist so viel Platz. Jo, gut gemacht. Gut, haben wir doch, oder? Nee, haben wir nicht. Da muss Martinha ran. Nee, kommt aber nicht ran. Komm schon. Bejarano, Seiler und... Ich wollte ganz woanders hin. Ist ja schon richtig schön gelaufen wieder, der Rizzo. Mann! Sehr gut. Das ist gut, jetzt aber. Shit. Jetzt aber, komm! Auf geht's! Haben wir ein bisschen Tempoüberschuss? Mehr da... Oh! Kriegt den Ball sogar noch in den 16er gedrückt. Mit einer Flanke. Ich fasse es nicht, aber leider reicht es nicht. Aber Mainz hat jetzt auch nicht so mega viele Chancen. Schon richtig gute. Gar keine Frage, aber so entscheidende bisher ja auch noch nicht. Ach. Rizzo, jetzt hau ich mal in die Startelf, ne, und dann passiert irgendwie gar nichts. Also Chancen hat man ja schon gehabt mit ihm, aber das ist gut. Ist auch kein Abseits. Aber er kriegt den Ball einfach abgerannt. Ist krass, wie die verteidigen können. So, sollen wir nochmal wechseln, wa? Also, für Seiler, Strohengel. Rizzo muss durchlaufen heute. Und dann gehen wir ein bisschen offensiver. Jo, sehr offensiv. Das ist Klostermann. Haben wir ja auch schon gute Szenen gehabt. Genau, solche.
wo er einfach mal den Ball fast reinsetzt. Diesmal hätte ich vielleicht einfach mal spielen sollen, ne? Wieder der gleiche Trick wie eben schon. Sehr gut. Und? Ja. Kam zwar aufs Tor der Ball, aber... bringt nicht viel. Hammer, oder? Nee, natürlich nicht. Wird sogar noch richtig gefährlich. Bringt auch nichts. Antäuschen. Na los, stellen wir hier vorne einen hin. Okay, also, wo ist denn... nach vorne? Strohengel. Sieht so auch. In der Hoffnung, wir können verteidigen. Können wir auch. Und jetzt haben wir doch einen kleinen Sprintvorteil, oder? Da sind schon wieder alle da. Das war gut. Hätte ich flach spielen sollen. Na los, Randa. Kriegen wir noch eine Chance oder ist das wieder so ein pomadiges Spiel, wo nichts geht? Geht zu wenig heute, ne? Dafür, dass wir das letzte Mal so gut gespielt haben. Muss man ganz klar sagen. Oh. Geht ein bisschen zu wenig, aber gut gelöst hier, die Situation. Indem man den Mann angespielt hat. Oh. Oh, wirklich gutmütig eben. Ihr seht's ja, wir haben ja vorne nur zwei Mann und wir kommen einfach nicht an die Bälle. Ob ich einfach ein bisschen nach vorne tragen muss wahrscheinlich, oder? Noch ein paar mehr Jungs nach vorne reinsetzen. Kommt alle mal rein da. Sehr gut. Sehr gut, der ist doch durch. Na los, jawohl! Geht doch! Einfach ein paar Jungs vorne reinstellen, die ein bisschen ablenken und schon ist ein Strohengel durch. Hätte sogar noch auflegen können für Klostermann. Naja, war schon ganz gut, dass ich direkt geschossen habe. Ah, wunderbar. Wir haben doch schon alles im Angriff. Dann passt das doch. Ja, den gönne ich es auch, dem Strohengel. Ne? Wenn der Rietze heute so ein bisschen Hemmschwelle hatte. Immer die wir einwechseln. Ne? Die Joker bei uns in der Mannschaft. Die holen es raus. Die holen die Kohlen aus dem Feuer. Sehr gut verteidigt. Einfach mal den Körper reingestellt. Vorsicht, Jungs, dranbleiben. Scheiße, läuft doch durch, oder? Komm raus, Martinia, klasse, ey. Und das mit für den 60er-Keeper. Fällt mir gar nichts so ein. Klasse gemacht. Richtig gut. Jetzt müssen wir noch ein bisschen halten hier. Komm, gegen Mainz. Schwerer Gegner, jawohl. Klostermann und das nochmal. Jo, ist doch durch. Alles klar, dann lauf bitte, Strohengel. Lauf. Und da unten ist Platz für den... Oh. Komm, den kannst du auch reinschießen. Da war doch echt genügend Platz. Was war das denn bitte, Rizzo? Mann, der hat echt heute den Knoten, ne? Man hat's gesehen, also echt. Geht ja gar nicht klar. Oh, der legt noch auf für ihn. Ha, der Hammer. Ja, lass noch ein bisschen Zeit vergehen. Oh. Das ist Klostermann. Oh, Klostermann, der alles kann. Dann schieß rein. Oh, wieder mal so ein Gammelschuss. Er wurde auch festgehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der so richtig Druck hat er da auch nicht reingekriegt in seinen Lauf. Gut blockiert. Nachspielzeit dürfte gleich zu Ende sein. Jawohl! Ist er auch. Sehr gut. 1-0. Last Minute fast wieder. Später Sieg für uns. Arger dazu. Und dann können wir ja auch so, können wir ja dann auch in die, wie sagt man so schön, in die Weihnachtspause gehen. Und dann gibt es da neue Transfers zum Winter. Da holen wir noch ein bisschen was rein hier, ne? Ein bisschen was von Delicious Qualität. Mal gucken, was wir da finden. Müssen jetzt nicht übelst viel ausgeben, aber so ein bisschen was. Dafür haben wir das Geld ja rangeholt, weil was hatten wir denn da? 2 Millionen, damit kannst du ja auch im FIFA nichts machen. Also, oder? Da ist ja auch armselig. Und guck mal, wo wir stehen. Wir stehen da ganz weit oben, also da ist auch realistisch, ne? Wenn man dann
nochmal vielleicht einen guten Wechsel dann ranholt. Schauen wir mal, was da drin ist. Gut, ansonsten, wie sie gehabt, alles super. Rizzo heute nicht ganz so gut gewesen, fand ich jetzt schade drum, aber mein Gott, gibt Schlimmeres. Wir gehen mal kurz weiter. Oh, nochmal am Samstag gegen Dortmund. Ah ja, easy peasy, oder? Die schießen mal über den Haufen. Können ja gar nichts, die Dortmund. Haben wir ja schon mal gewonnen. Super geil, freue ich mich schon drauf. Ihr seht mal wieder, ne, die Hin- und Rückrunde, also die Hinrunde und Rückrunde sind nicht mehr chronologisch korrekt, wie die Spieltage stattfinden müssten. Weiß gar nicht, wann haben wir denn gegen Dortmund gespielt? Das war doch schon der 12. oder sowas, ne, Spieltag. Locker irgendwie sowas da oben und jetzt treffen wir sie schon wieder auf der Rückrunde. Naja, hammerhart. Halb so wild. Sie könnten 4 Spieler verlieren. Wann denn? Stegmeier, Kempe, Platins. Also Platins und Ivana macht mich jetzt nicht so die verrückt. Und Stegmeier und Kempe sind auch nicht die Garanten für super, super Leistung. Nochmal 12 Spieler gefunden, wa? So ein paar lustige hätte ich ganz gern hier. Aber dann noch mit Qualität. Wer ist denn da noch? Oh, den kennen wir ja. Den hätten wir uns ja eigentlich verdient, ne, zurückzuholen. Aber er ist zu teuer. Ich will ja auch nicht Unsummen ausgeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Alter, Defensive 1 bis 99, überhaupt nicht einschätzbar oder was? Jethro Williams. Lukassen. Lukassen. Ja, nein. Warum ist er Innenverteidiger? Er war doch Stürmer noch, oder? Im FIFA 14. Weiß nicht, ob ihr noch kennt aus unserem Robin Road to Glory. Lukassen, war der nicht Stürmer? Schade, dass der jetzt Innenverteidiger ist. Fand ich toll als Stürmer. So, Ankrabar, Jansen. Da haben wir Hardewelt. Ja, da Kischner. Ricardo Kischner. Wen haben wir da? Oh, Bilal Ulcik. Den müssen wir uns eigentlich holen, ne? Der ist richtig gut. Anfrage. Will ich mal wissen, was der kostet. Sehen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen, Leute. Ne? Was der so wert ist. Bis dann, macht's gut und ahoi.